Guten Tag, meine lieben Freunde. Lightning meldet sich doch nochmal zurück mit einem Destiny 2 Schmelztiegel-Video. Oh, Eisenbanner. Will ich mir das antun? Nee, eher nicht. Oder mal Classic Mix. Weil kam ein MMO-Artikel raus bezüglich Belastbarkeit und den ganzen Werten. Link in der Beschreibung unten zu dem Artikel, der ist sehr lesenswert auf jeden Fall. Ich wusste schon, dass diese drei Werte die Abklingzeit der Klassenfähigkeit bei den drei Charakteren beeinflussen. Ich wusste allerdings nicht, wie krass das ist. Beim Titan, wenn ich Belastbarkeit 0 habe, dann ist die Barriere-Abklingzeit 51 Sekunden. Wenn ich aber 10 habe, sind es nur noch 14 Sekunden. Da steht es auch für Dumme. Class Ability Cooldown 14 Sekunden. So, jetzt habe ich mal alles hier umgebaut und habe Belastbarkeit 10. Mit Herz des innersten Lichts, mit Enhanced Ashes to Acids und Enhanced Bomber und Enhanced Impact Induction. Also mehr Granatenenergie bei Nahkampfkills, mehr Superenergie bei Granatenkills und mehr. Was ist ein Enhanced Bomber nochmal? Mehr. Ah, noch schnellere Granatenabklingzeit, wenn man seine Klassenfähigkeit nutzt. Plus nutze eine deiner Fähigkeiten, um die anderen zu buffen und auch deren Abklingzeit zu reduzieren. Zudem haben wir hier noch Demolitionist drauf. Das gibt nochmal Granatenenergie, mehr als man ohnehin schon bekommt. Killclip, Sprintclip, ja, keine Ahnung. Mit den Waffen werde ich sowieso nichts machen. Das wird ein Granaten-Nahkampf-Festival. Wir spielen Top-3-Striker. In Destiny 1 meine absolute Lieblingsklasse mit Schulterangriff, Blitzgranaten und so weiter. In Destiny 2 auch sehr, sehr gut, aber nur wenn man das hier nutzt, sonst sind die Granaten und so weiter leider alle scheiße. So, wir haben leider Mobilität 4 nur noch. Das ist nicht so geil. Da muss ich noch ein bisschen optimieren an den Rüstungsteilen. Und wir haben eine Mindbender drin, ja. Aber hauptsächlich wird man wohl Fähigkeiten nutzen, so jetzt bin ich gespannt. Also 14 Sekunden Barrikade-Abklingzeit. Das heißt eigentlich mit dem Buff von den anderen müsste ich eigentlich permanent eine Barrikade bauen können. Also eigentlich alle 3 Sekunden müsste ich eine Barrikade haben. Mal gucken, ob dem so ist. Oder ob ich mir wieder irgendwas einbilde und alles anders ist. Und wahrscheinlich haben wir jetzt den 0.1 KD und kriegen nicht eine Barrikade und nicht eine Granate das ganze Spiel, weil wir nur instant gesniped werden von irgendwelchen Göttern. Das wird übrigens gefixt mit dem Blackscreen. Man fliegt jetzt einfach länger an. Ja? Statt Blackscreen guckt man sich einfach das Raumschiff länger an. Das ist dann der Fix, der von Bungie dafür kommt. PvP-Ladezeiten, ne? Da wird halt einfach die Animation vom Raumschiff länger angezeigt. Ist natürlich super. So, wir haben nur Jäger im Team, oder wie sah das aus? Können wir jetzt spielen, Gott sei Dank. Wir haben echt nur Jäger. 5 Jäger im Team! Willst du mich verarschen? So. So, erstmal Nahkampf machen, damit wir hier irgendwas aufleeren. Oh, wie defensiv kann man denn spielen? Na, er rutscht dann in die Granate rein. Aber die Barrikade ist ziemlich schnell ready. Ich hatte bis jetzt nicht einmal das Gefühl, dass ich keine Barrikade habe. In diesen Schwitzer-Lobbys mit 5 Jägern, die in der Base campen, nicht so richtig viel Spaß haben. Jetzt haben wir mal hier Black Talon. Cool, schon aus. Schon wieder eine Barrikade. Mann, ey. Was ist denn das für ein Spiel?
Alter, schau dir mal die Abklingzeit der Barrikade an. Die ist jetzt instant wieder ready. Sobald ich respawne, hab ich sie wieder. Ich weiß nur nicht, wohin ich sie bauen soll. Ich weiß nicht, wo die Gegner kommen. Python? Hat er die gehört? Shotgun. Ich müsste jetzt irgendwie auch mal einen Primärwaffenkill machen. Sonst wird's ein bisschen peinlich. Oh, connecte bitte. Nicht so ein Scheiß hier. Nur weil der eine Rolle macht, den er nicht schlagen kann. Alle. Schuld angefangen. Oh fuck. Oh fuck! Was war denn das für ein Scheiß? Alter. Muss sagen, ich habe auch nicht gespielt. Das ist jetzt das zweite schmelzige Match, das ich in dieser Season spiele. Außer irgendwie vier Private Matches. Mit Dekadent. Oh nein! Warte. Mein Schulterangriff ist ja gebufft. Hälfte dann mal, Jäger. Nicht wegspringen. Aber jetzt noch ein Triple Kill, komm. Oh, er bleibt halt an der Decke hängen. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Er ist irgendwo oben hängen geblieben und nicht weiter gesprungen als dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Warte, ich baue euch meine Deckung hier. Ich so ein krasser Teamplayer bin. Ah. Alter, er nimmt mich noch mit. Krass, krasse Reaktion. Hat ja gar nicht gesehen, dass ich komme. Bis zur allerletzten Sekunde. Schon wieder eine Barrikade. Die trifft niemanden. Warte mal. Ja, okay. Ich mach Shotgun, Nahkampf, Nahkampf. Und er hat noch ein Schild. Und volle Energie. Also volle Lebenspunkte Schild. Das ist halt. Das ist halt Vodafone mit der Speedzeitbindung. Nee, gar nicht so gut. Oh, ich bin so langsam. Das wäre echt geil, wenn ich 10 Mobilität hätte, oder zumindest 7 oder so. Wäre dieser Bild mega. Wäre so auch schon geil. Was war das denn bitte? Ja, was? Hat er mich jetzt durchs Schild erschossen und hat er noch vorher abgedrückt, bevor er hinterm Schild war? Your enemy is closing the gap. Lord der Mickey Mäuse, ey. So, komm, jetzt erstmal die auch mal reinrennen. Gar nicht realisiert, wie ich jetzt gestorben bin, ehrlich gesagt. Ah, der war so schlecht. Ich meine, der war unsichtbar, aber ich habe ihn ja genau gesehen, aber irgendwie war ich zu rentnermäßig unterwegs mit der Maus auf den Gegner zu gehen.
ziehen. Alter, wie schnell das Ding einen killt. Das ist ja nicht normal. Ich habe Belastbarkeit 10. Eigentlich müsste ich 25 Lord der Wölfe-Treffer überleben. Lol. Jetzt kommt halt noch einer von hinten. Das ist aber schon geil, Belastbarkeit 10. Also ich spiele nie wieder anders. Macht schon vollends viel Sinn und so. Er zieht sich halt wieder nicht an den dran und springt über ihn drüber. Das ist halt der Grund, warum ich Schulterangriff halt nicht stark finde. Das ist so random wie Shotguns eigentlich. Mal zieht er sich übelst ran und dann beim nächsten Mal wieder gar nicht. Und du ziehst dich voll dran vorbei. Das ist halt auch die Verbindung halt einfach nicht so geil. Alter, wie sie kämpfen. Nein! Mach doch die scheiß Barrikade. Oh, wo geht die denn wieder hin? Ist schon wieder eine Barrikade. Oh, der hat ein MG. Schon wieder eine Barrikade, Alter! Hör mal auf! Ja, okay, da mache ich wohl keinen Damage. Aber ja, den gekillt. Mega! Und schon wieder eine Barrikade. Sie haben verloren? What the fuck? What the fuck? Aber das ist echt geil. Also, wenn ihr was spielen wollt, das so spielen. Das so kann man sich PvP sogar noch geben. Ja. Das so mit Belastbarkeit 10, Titan, Herz des innersten Lichts und zumindest mal Enhanced Impact Induction und irgendwie Ashes to Acids und Bomber. Muss nicht Enhanced sein, aber das würde ich. Ja, eigentlich muss es doch schon Enhanced sein. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, dann alles bitte. Und dann kann man auch Demolitionist spielen, auch auf der Shotgun oder so, wenn man sowas hat. Oder auf der Sniper. Und was er dann als schwere Waffe spielt, ist eigentlich wurscht. Weil ihr macht alles mit Fähigkeiten. Ja, ständig Barrikaden bauen, Dings. Man kann auch diese Subklasse spielen hier und dann sich in Sonnenfleck stellen. Also Bottom Tree Sunbreaker ist auch eine sehr valide Option, hat man leider nur eine Granate. Deswegen würde ich eher die Doppelgranaten-Subklasse spielen. Aber wie ihr das mögt, man kann auch hier Defender spielen, aber das finde ich nicht so gut. Die zwei, also. Die spiele ich meistens PvP und die andere PvE wegen der Heilung. Dann ist das ein sehr gelungenes Spiel. So, damit sind wir raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und Tschüssikowski!